dir am Saubermachen und ihr redet. Und du, wenn du den Satz sagst, einverstanden, oder hier, gäbe sie mal einen ordentlichen Betrag, da brauchen sie auch nicht Danke. Gäbe sie mal einen ordentlichen Betrag, da brauchen sie auch nicht Danke. So. Die Theatergruppe Aumenau probt wieder fleißig für das neue Stück, welches am 27. und 28. Oktober in der Eichelberghalle in Aumenau aufgeführt wird. Regisseurin Ingrid Pohl hat wieder einmal ein Stück aus der Schatulle gezogen, welches den Darstellern bestens auf den Leib geschrieben ist. Ach, der Schwangerschaftstest aus der Apotheke war nicht eindeutig und mir ist so komisch. Ah, ah, oh! Was ist denn so eine Spezialbehandlung für Emoji? Gute Besserung. Ein Schwank in drei Akten spielt in der Arztpraxis von Dr. Klaus Sommerfeld und seiner Frau Marlene. Weißt du, wo ist dein Vater? Muss ich vielleicht dringend mit ihm reden? Den habe ich vorhin am Fenster vorbeilaufen sehen, vermutlich zum Notfall. Soll ich ihm was ausrichten? Erkan kann nur sagen, von Mann zu Mann. Und wie es sich für einen guten Schwank gehört, wird wieder einmal reichlich verkuppelt und heimlich geliebt und alles geht irgendwie komplett durcheinander. Sie haben sich also über mich beschwert? Ich meine nur... Dass es ein bisschen herzhafter zur Sache gehen sollte. Ja, genau so meinte ich das. Ja, gar kein Problem. Meine neue Kollegin ist auf dem Gebiet unschlagbar. Hallo, Uschi. Das hört sich ja vielversprechend an. Zu dem ganzen Tohuwabohu gesellen sich natürlich auch noch die Geschichten der Hypochonderin Eleonore von Himmelsberg. Sie sind die Urlaubsvertretung von Herrn Dr. Sommer. Himmel und Hölle, sieht der gut aus. Des Dauerpatienten und Beamten Dr. Wuschnick und des Pharmavertreters Paul Pille. Ach, Herr Pille, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Nur 10 Sekunden Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit, Herr Professor. Kassenpatientin Rosa Sommerfeld hat die verrücktesten Ideen, um die Krankenversicherung ihres Schwiegervaters zur Kasse zu bitten. Hey, guck dir mal den Daumen auf. Der ist ja schon ganz dick und ganz blau. Ich glaub, der ist nicht mehr zu retten. Hey, den lass ich mir abnehmen. Rosa, jetzt fang den unsere Spinne da abnehmen. In seiner Invaliditätsversicherung, da ist der Daumen mit 10.000 Euro versichert. Hey, das nehmen wir mit. Aber warte mal, wart. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht sagen, wo hier die Toiletten sind? Karten für den Schwank, gute Besserung, sind im Vorverkauf bei Sigrid Bader, in Petras Hofladen und bei Dienstleistung Kummer erhältlich.